Da bin ich, Milady. Schön, dich zu sehen, Cat Noir. Ja, natürlich, denn ich bin der tollste Kater. Das würde er nicht sagen. Nein? Mm-mm. Wir haben keine Zeit für Witze, Cat Noir. Wir müssen die Akumas der Superschurken einfangen, bevor... Weißt du eigentlich, was die Schurken wollen? Wir wollen gewinnen. Ja, aber was gewinnen? Ich weiß nicht, was wollen sie denn normalerweise? Naja, Lady Wi-Fi wollte wissen, wer Ladybug wirklich ist. Und der Evilest Traitor wollte sich an einem Mädchen rächen, das sich über ihn lustig gemacht hat. Und dann gab's da noch Roger Cobb. Aber der, der sie akkumatisiert, Hawkmoth, der möchte Ladybugs und Cat Noirs Schmuck haben. Ihre Miraculous. Und was würde passieren, wenn er sie bekommt, Marinette? Dann würden die Schurken gewinnen. Ich weiß, was die Schurken wollen. Wir wollen die Miraculous. Dann sind wir die Stärksten und haben gewonnen. Ich krieg eure Miraculous. Ladybug und Cat Noir. Ihr blöden Langweiler. Her damit oder ihr werdet es bereuen. Du kriegst unsere Miraculous nicht. Ach nein. Hey. So, Ladybug und Cat Noir haben wieder gesiegt. Wie unfair. Immer gewinnst du. Oh, Ladybug und Cat Noir gewinnen immer. Und die Schurken sind die, die immer verlieren. Aber ich darf nie mit Ladybug und Cat Noir spielen. Oh, wein doch nicht. Natürlich darfst du mit Ladybug und Cat Noir spielen. Ich borg dir sogar eine der Puppen, wenn du willst. Ich bin wieder da, Manon. Warst du auch brav? Mama, Marinette hat mich nicht gewinnen lassen. Ich glaube sogar, dass sie geschummelt hat. Oh, Manon, man kann doch nicht immer gewinnen, Schätzchen. Doch, ich schon. Und Ladybug und Cat Noir gewinnen auch immer. Tja, da hast du recht. Aber sie sind Superhelden. Nächstes Mal gewinnst du, Manon. Und jetzt gibst du Marinette die Puppe zurück. Nein, ich will sie behalten. Oh, das ist schon in Ordnung. Ich hab's ihr versprochen. Das ist nett von dir, Marinette, aber Manon hat schon so viel Spielzeug. Wir haben keinen Platz für die Puppe. Oh, nein! Sieh nur, was du angerichtet hast. Gib sie mir. Tut mir leid, Marinette. Oh, schon gut. Ich kann ihn wieder annähen. Das ist wirklich nicht so schlimm. Oh, da bin ich froh. Komm jetzt, Manon, wir gehen. Sag auf Wiedersehen. Ich will diese Puppe! Nein, wenn du wieder hier bist, kannst du mit ihr spielen. Komm jetzt, Manon, sei lieb und sag auf Wiedersehen. Wiedersehen. Hallo, Alec. Hab ich sie nicht für dich auf meinen Schreibtisch gelegt? Ich hab meinen Rucksack oben vergessen. Dann geh schnell und hol ihn. Da liegt sie sicher nicht. Aus, als hätte unsere Superheldin etwas gelitten, oder? Manon, was... Ich hole nur meinen Rucksack. Kann ich Ladybug haben? Deine Mutter möchte das nicht. Sie merkt es nicht. Ich versteck sie. Und ich muss erst den Arm wieder annähen. Oh, bitte! Nein, bitte... Bitte sieh mich nicht so an. Okay, ich borg dir Lady Wi-Fi. Kann ich nicht lieber Ladybug haben? Warte mal, Alec. Beeil dich, Manon. Ich muss noch mal kurz zum Sender. Ich komme schon. Wow, der kleine Sonnenschein hat dich ja mal wieder eingewickelt. Was? Nein, hat sie... Oh, du weißt doch, Tiki, ich kann nicht Nein sagen, wenn sie... Mich so ansieht. Ein Glück, dass keiner der Superschurken, die du bekämpfst, so guckt. Sonst würdest du sie nie besiegen. Hier bin ich, Schurke. Haha, ich habe Paris wieder gerettet. Nein, das ist unfair. Du gewinnst immer. Entschuldige, ich dachte, sie liegt da. Bestimmt ist sie noch im Studio. Kein Problem. Könnten Sie kurz auf Manon aufpassen? Ich bin gleich zurück. Hä? Wo versteckst du dich? Ladybug? Hä? Was? Die Puppe gehört doch Marinette, oder?
Du hast sie mitgenommen, obwohl ich dir das verboten hatte. Aber Marinette wollte, dass ich sie mitnehme. Du hast nicht auf mich gehört. Ich habe gesagt, die Puppen bleiben bei Marinette. Ah. Ich muss sie dir leider wegnehmen. Nein, nein! Bitte nicht! Glaub mir, ich finde das auch nicht schön. Warte hier auf mich. Ich hab die Puppe nicht gestohlen. Ich will sie zurück. Nichts ist so schön unverfälscht wie die Gefühle eines unschuldigen Kindes. Und dann auch noch das Gefühl der Wut. Ich liebe es. Flieg los, teuflischer Akuma, und tröste dieses frustrierte Kind. Der Film fängt in 30 Minuten an. Oder wir kaufen erst das Buch und gehen dann ins Kino. Für mich ist beides gut. Marinette, auf 9 Uhr. Da gibt's keine Vorstellung. Nein, es geht nicht ums Kino. Sieh mal dorthin. Wow. Adria. Komm, schnell. Entschuldigung. Puppeteer, ich bin Hawkmoth. Von jetzt an wirst du alle kontrollieren können. Auch Ladybug und Cat Noir? Ja? Ja, allerdings sind dafür die Puppen nötig. Und dann kann ich gewinnen? Ja, dann kannst du gewinnen. Aber dafür musst du auch etwas für mich tun. Ich muss sie ihre Miraculous bringen. Ich weiß! Was für ein kluges Mädchen du doch bist. Lust auf ein Spielchen? Hilfe! Ich brauche diese Ladybug und Cat Noir Puppen. Ich will sie haben! Die muss doch hier irgendwo sein. Wo ist sie nur? Da ist sie. Entschuldige, Alec. Hier ist die Akte, die du brauchst. Ich bin gespannt, wo er aussteigen wird. Vielleicht will er sich auch den Film ansehen. Oh, das wäre so cool. Oh, warte, warte. Er soll nicht denken, dass er von mir verfolgt wird. Von einer Stalkerin. Ich? Eine Stalkerin? Obwohl ich ihn schon gerne verfolgen würde, aber das wäre natürlich kein Stalken. Oh, was rede ich für einen Quatsch? Mit wem redest du denn? Er winkt uns. Oh nein, was sollen wir jetzt nur tun? Zurückwinken. Okay, Lady Wi-Fi. Werde lebendig! Was geschieht hier? Aya! Marinette, gib mir die Ladybug und Cat Noir Puppen los! Lady Wi-Fi? Nein, ich bin Puppeteer und ich will diese Puppen haben, sofort! Puppeteer? Die Puppen? Ich hab sie nicht hier, sie sind zu Hause. Wieso willst du sie haben, Puppeteer? Du hast gesagt, dass ich sie haben darf. Aber Maman hat's nicht erlaubt. Also gib sie mir jetzt sofort. Oder es wird dir super duper leid tun. Manon. Ich will die Miraculous von Ladybug und Cat Noir. Dann gewinne ich. Ich werde gewinnen. Manon, das ist kein Spiel. Entschuldigen Sie, Monsieur. Da ist eine Katze im Zug. Was? Merci, Junge. Eine Katze? Plek, wir müssen uns verwandeln. Wir haben doch gerade erst einen Bodyguard abgehängt. Plek, verwandle mich! Was ist mit dem Film und dem leckeren Popcorn? Oh.
Tiki, schnell, ich muss mich verwandeln. Hey, das war Lady Wi-Fi. Hat sie dir irgendwas getan? Ich bin nicht sicher, aber sie hatte die Stimme eines kleinen Mädchens, auf das ich aufpasse. Es war so, als hätte sie die Kontrolle über meine Freundin Aya. Ich meine Lady Wi-Fi, so kam es mir vor. Das ist echt verrückt. Und was hat das mit den Puppen auf sich? Ich hab Puppen zu Hause, mit denen spielt sie gerne. Sie meint deine Puppen? Okay, wo wohnst du? Rügott Lieb 12. Ich kümmere mich darum. Ich finde die Vorstellung nicht schön, dass Cat Noir in meinem Zimmer rumschnüffelt. Du weißt, was du sagen musst. Tiki, verwandle mich! Ja! Hey Kätzchen, hier oben! Puppeteer! Was für eine Schande! Es ist wirklich nicht nett, seinen Babysitter zu bestehlen. Und unerlaubtes Eindringen hat selbstverständlich ernste Folgen. Gleich habe ich eure Miraculous. Ihr lächerlichen Streber. Hier gibt's nur einen lächerlichen Streber und der bin nicht ich. Keine Bewegung! Weißt du noch, wie wir sie das erste Mal besiegt haben? Durch Störung des Signals. Schon klar. Gut gemacht, Puppeteer. Wirklich gut. Und jetzt nimm ihr Miraculous. Kataklysmus! Sieht aus, als war's das mit dem Empfang. Oh. Wo ist der Akuma? Ich will diese Puppen haben, Lady Wi-Fi. Hast du den Akuma gefangen? Sie hatte keinen Akuma. Das ist doch unmöglich. Sie wird von Puppeteer kontrolliert. Der Akuma muss bei ihr sein. Genau, Lady Wi-Fi ist nur eine Marionette. Aber die Cat Noir-Puppe hast du noch? Leider nicht. Nur diese hier. Wir müssen Puppeteer schnell finden, bevor sie alle kontrolliert. Und mich. Cat Noir, dein Ring. Du verwandelst dich gleich zurück. Ich will keine Marionette werden. Ich tanze nur nach deiner Pfeife. Das freut mich zu hören. Meld dich, wenn du zurück bist. Ja? Was? Ladybug? Wo sind sie? Beim Fernsehsender. Ist ihre Tochter bei Ihnen? Ja, sie ist unten und spielt. Wieso? Ist alles in Ordnung? Ja, bleiben Sie, wo Sie sind. Ich bin gleich da. Mit diesen Puppen schlage ich Ladybug. Offen und ehrlich. Was? Ich genieße gerade meinen Käse. Kannst du das bitte etwas schneller tun? Plek, verwandle mich! Sie ist noch immer hier im Haus. Wir evakuieren das Gebäude. Nein, erst wenn ich meine Tochter habe. Ich sorge dafür, dass Sie Ihre Tochter wiederbekommen, aber ich möchte, dass Sie in Sicherheit sind. Evilus Traitor! Werde lebendig! Roger Kopf! Werde lebendig! Hast du sie geortet? Sie ist im Gebäude des Kinderfernsehens. Verstanden. Alles okay. Ich bin noch keine Marionette. Aber wir brauchen den Akuma, ehe sich das ändert. Entschuldige. Auf drei. Eins, zwei, drei. Cat Noir! Werde lebendig!
benutzt Cat Noir, um an Ladybugs Puppe zu kommen. Wenn du sie auch unter Kontrolle hast, dann hast du gesiegt und Ladybug ist vernichtet. Gib mir die Ladybug-Puppe! Ich will dein Miraculous! Nicht so schnell, du kleines Biest! Da drin muss der Akuma sein. Haltet sie auf! Entschuldige, Cat Noir. Fünf gegen ein? Das nennst du offen und ehrlich? Das ist der Moment, auf den ich gewartet habe. Ich glaube, das war's dann, Ladybug. Dein Ende ist nah. Die Ladybug-Puppe! Holt sie endlich! Danke, Evil Illustrator. Und jetzt die Puppe! Wollt ihr die hier? Dann sagt schön bitte, bitte! Sie ist mit der Puppe entkommen! Verfolgt sie! Wo ist sie denn? Erst muss ich sie loswerden, dann den Puppetier. Wenn ihr unbedingt die Puppe wollt, dann holt sie euch. Ich bin schneller als du. Du wirst verlieren, Ladybug. Gib mir die Puppe! Sie gehört mir! Ich werde dich kriegen, Ladybug, und es wird... Mir super duper leid tun. Jetzt sind wir allein und ich werde... Wo ist sie nur? Ich bin die Siegerin! Leg die Puppe hin, Manon. Ich bin nicht Manon, ich bin Puppeteer. Glücksbringer! Eine Steckdose? Du hast verloren, Ladybug! Ihr seid zwar zu viert, aber ich bin viel gefährlicher. Deine dunklen Zeiten sind vorbei, kleiner Akuma. Gleich musst du nicht mehr böse sein! Hab dich! Tschüss, kleiner Schmetterling. Miraculous Ladybug! Was ist passiert? Du warst eine Marionette, aber keine Sorge, du hast dich nicht blamiert. Gut. Und zu deiner Info, du dürftest jederzeit an meinen Fäden ziehen, Ladybug. Ich fand's besser, als du wie ein kleines Mädchen klangst. Nein! Unfassbar, dass das passiert ist! Ja! Oh, Manon! Danke, Ladybug. Vielen Dank. Ich muss jetzt gehen. Das, was letztes Mal passiert ist, tut mir wirklich leid. Ich hätte ihr die Puppe nicht geben sollen, obwohl sie es nicht wollten. Manon zu widerstehen ist wirklich nicht einfach. Besonders, wenn sie einen so traurig anguckt? Ja, ich weiß. Bis später, mein Schatz. Tschüss, Manon. Tschüss, Maman. Bis nachher, Madame Chamac. Wiedersehen. Ich will mit Ladybug und Cat Noir spielen.
Ich habe eine bessere Idee. Wir könnten in den Zoo gehen. Aber ich will die Puppen haben. Bitte, bitte. Versuch es gar nicht erst, Manon. Ich finde den Zoo toll. Wir können gehen. Also dann, schaut alle schön in die Kamera. Wunderbar, genau so. Sagt schön, Spaghetti. Ich werde mit ihm auf einem Foto sein. Ich werde mit Adrien auf einem Foto sein. Genau, weil es ein Klassenfoto ist und ihr in derselben Klasse seid. Mhm. Wirklich toll, oder? Oh, Moment. Warte, was soll ich nur machen, wenn wir nebeneinander stehen? Du bist echt komisch. Immer schön lächeln und egal was passiert, vergiss nicht zu atmen. Immerhin weißt du, dass du auf dem Foto sein wirst. Oh, hör auf, glaub mir, du bist nicht verhext. Dieses Mal wird's funktionieren, das spür ich. Vertrau mir. Wieso glaubst du, du bist verhext? Das war schon als kleines Kind so. Jedes Mal, wenn jemand ein Foto von mir machen will, klappt das aus irgendeinem Grund nicht. Nein, du irrst dich, Julika. Du wirst sehen. Ich glaube auch. Wir werden uns alle Mühe geben, dass du gut zu sehen bist. Vergiss nur nicht zu lächeln. Vielen Dank, Kinder. Das war wunderbar. Okay. Und jetzt zeigt ihr mir gleich euer schönstes Lächeln. Ihr setzt euch auf die erste Bank und macht schnell. Ich habe noch viele andere Klassen zu fotografieren. Hauptsache, wir stehen du auf hast recht. Ihr neues Album ist wirklich gut. Sieh nur, Sabrina, Sie sitzen vorne in der Babyreihe. Achtung, ihr Kleinkinder, vergesst nicht, den Daumen aus dem Mund zu nehmen. So, und jetzt die nächste Reihe. Du, du, du und du. Ihr stellt euch bitte auf die hintere Bank. Sekunde, Moment mal. Ich sollte in der mittleren Reihe stehen, neben Adria, am besten schön in der Mitte. Sehen Sie, wir sind gleich groß. Nein, du stellst dich auf die hintere Bank, hinter die anderen. Wie können Sie es wagen, mich hinter die anderen zu stellen? Wissen Sie eigentlich, wer mein Vater ist? Ist der auch Fotograf? Nein, er ist Wie der... Wie schade. Ein Assistent wäre nicht schlecht. Na los, geh auf deinen Platz oder ich setz dich nach vorne zu den Babys. Und die Jungs stellen sich jetzt in die mittlere Reihe. Ist doch nicht so schlimm, Chloe. Wir sind immerhin auf demselben Foto. Wunderbar. Das macht ihr super. Und jetzt schön stillstehen, damit das Foto nicht verwackelt. Entschuldigen Sie, Sie haben Julika vergessen. Oh, tut mir leid. Stell dich in die mittlere Reihe, neben den blonden Jungen. In die Mitte, das ist doch sehr gut. Da werden dich alle sehen. Kein verhextes Klassenfoto. Nein, das ist nicht gut. Irgendwas stimmt noch nicht. Ich weiß, was nicht stimmt. Ich stehe in der falschen Reihe. Du, geh mal darüber, ja? Mal sehen. Entschuldigen Sie bitte, gibt es irgendein Problem? Ach, egal, wo ich ihn hinstelle, er ruiniert die Harmonie des Fotos. Dieser Platz ist absolut inakzeptabel. Gut so, Julika, lass dich bloß nicht wegdrängeln. Also, Chloe, etwas mehr benehmen. Hey, Marinette, misch dich da nicht ein. Wir sind hier nicht beim Sport, Chloe. Du nach vorne, du hierhin und du dorthin. Gut, das ist perfekt. Nein, ist es nicht. Es ist überhaupt nicht perfekt, weil ich nämlich nicht neben Adria stehe. Bitte, Chloe, wir haben noch andere Klassen, die fotografiert werden wollen. Machen Sie weiter. Sag Spaghetti! Spaghetti! Ach, oh, das darf doch wohl nicht wahr sein. Tut mir leid, ich muss einen anderen Akku holen. Keiner bewegt sich. Darf ich auf die Toilette gehen? Ja, Julika, aber beeil dich. Madame Bistier sagte, keiner darf sich bewegen. Es ist ein Notfall, Monsieur. Sorg dafür, dass sie nicht zurückkommt. Mhm. Madame Bistier, ich muss auch mal. Gute Macht.
brauchen wir weitere. Hey, was soll das? Wo ist Julika? Wieso stehst du denn hier? Wen interessiert? Ich stehe endlich auf dem richtigen Platz. Bitte lächeln und gebt euch schön Mühe, denn ich mache das Foto nur einmal. Warten Sie! Danke, Leute. Warten Sie, wir müssen bitte noch ein Foto machen. Wieso denn? Weil Julika nicht mit drauf ist. Julie wer? Na, das große Mädchen mit den lila Strähnen. Wieso ist sie noch nicht zurück? Ich wollte nur kurz auf die Toilette gehen. Monsieur Damocles, haben wir nicht schon Mittagspause? Und ist es nicht so, dass der Fotograf nach Stunden bezahlt wird? Ja, wir haben keine Zeit mehr. Mittagspause, na los. Na schön, Mittagspause. Julika? Julika! Arme Julika. Ich habe das Foto verpasst, oder? Ja, wieder eine von Chloes Gemeinheiten. Wie dumm zu glauben, es könnte sich was ändern. Keiner hört mir je zu oder sieht mich. Ich bin unsichtbar, sogar auf Fotos. Sag das nicht, Julika, das ist nicht wahr. Tatsache ist, wenn Chloe auf dem Foto ist, werde ich niemals mit drauf sein. Nein, warte, Julika. Nein, wirklich, Rose, vergiss es und vergiss mich. Armes Mädchen, sie ist einsam und fühlt sich ignoriert. Wie furchtbar, wenn man das Gefühl hat, nicht wahrgenommen zu werden. Komm her, mein kleiner Freund. Flieg los, mein teuflischer Akuma, und gib dieser zarten Seele eine Stimme und eine Vision. Julika war in der Toilette eingeschlossen und wieder gibt es ein Klassenfoto ohne sie. Dass Chloe dahinter steckt, hätte ich ahnen müssen. Wir müssen diesen Fluch aufheben, Rose. Ja, wir reden mit dem Fotografen. Er würde uns nicht helfen, es sei denn, das Foto würde verschwinden und es müsste ein neues gemacht werden, auf dem dann auch Julika drauf wäre. Du bist ein Genie, Marinette. Aber wie sollte das Foto verschwinden? Du suchst Julika, ich erledige den Rest. Dieses perfekte Foto von Adria und mir darf nicht verschwinden. Reflector, ich bin Hawkmoth. Von jetzt an werden die Leute auf der Straße nur dich sehen und keiner wird dich je wieder ignorieren. Allerdings musst du mir dafür auch einen Gefallen tun, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Ja, Hawkmoth. Gut, das Material wird während der Mittagspause im Büro des Direktors aufbewahrt. Ich möchte da nicht mitmachen. Tiki, was soll das? Das Foto muss verschwinden, bevor der Fotograf die Schule verlässt. Okay. Gibt's denn keine andere Lösung, Marinette? Ich wusste, das ist keine gute Idee. Hallo! Was? Wer bist du? Niemand hat mich je wahrgenommen. Aber damit ist es jetzt vorbei. Denn von nun an werden mich garantiert alle wahrnehmen. Denn alle werden so aussehen wie ich. Fangen wir bei ihnen an. Bald wird es überall nur noch Reflectors geben. Kein Grund zur Panik. Wer hat denn was gegen eine Typveränderung? Keiner kommt hier raus. Bald sehen alle in Paris so aus wie ich. Und das gilt auch für Chloé Bourgeois. Wunderbar. Und schon sehr bald werden Ladybug und Cat Noir hilfsbereit auftauchen. Chloé Bourgeois! Hat jemand Chloé Bourgeois gesehen? Zeit, sich zu verwandeln. Plek, verwandle mich! Verbarrikadiert.
Hey, seht nur, Cat Noir wird uns retten. Huh? Psst. Okay, Planänderung. Hilf uns, Cat Noir. Ich will nicht ewig in diesem Körper feststecken. Beeil dich! Kataklysmus! Schon besser. Ich hasse Katzen. Kataklysmus! Mein Ring, mein Miraculous, es ist weg! Sein Miraculous, du hättest das ihm vor der Verwandlung abnehmen müssen! Keine Sorge, ich werde mich schon noch darum kümmern. Wo ist Chloe Bourgeois? Ich weiß, dass du hier bist, Marinette. Komm raus, sofort. Versteck dich, Tiki. Aha, ertappt, Marinette Dupin-Cheng. Dem Direktor wird es sicher nicht gefallen, wie du in seinem Büro herumschnüffelst. Gib mir dein Handy oder ich lösche das Klassenfoto, was schade wäre, da du doch genau neben Adrien stehst. Nein! Gib's mir, Chloe. Gib mir die Karte. Gib du mir mein Handy wieder. Gib mir die Karte, dann kriegst du dein Handy. Du kannst das Handy behalten. Ich kauf mir einfach ein neues. Chloe! Oh, wo bist du? Was war das? Hey! Steh nicht so rum. Schnapp sie dir. Wo hat sie sich bloß versteckt? Hab ich dich endlich. Chloe Bourgeois. Und wer bitte bist du? Sieh mich gut an, denn so wirst du auch gleich aussehen. Widerlich! Was ist denn? Weißt du eigentlich, wie teuer das war, was ich anhatte? Du solltest mir dankbar sein. So siehst du auf jeden Fall sehr viel besser aus. Zeit, sich zu verwandeln, Tiki. Tiki, verwandle mich! Dieses Mal wirst du mich nicht los, indem du mich irgendwo einsperrst. Oh, Julika. Julika, hör auf. Ich bin nicht mehr die Julika, die jeder übersehen hat. Jetzt bin ich die unverwechselbare Reflektor. Bevor du Ladybug verwandelst, lass dir ihr Miraculous geben, die Ohrringe. Ich bin sicher, dass dir dein neues Aussehen gefallen wird, Ladybug. Ich bin mit meinem jetzigen Aussehen sehr zufrieden. Bist du sicher? Frag doch Cat Noir. Ich glaube, sein neues Aussehen gefällt ihm. Auch ohne Superkräfte kann ich da nicht tatenlos zusehen. Wie soll man in den Schuhen laufen? Wenn ihr wieder euer altes Aussehen haben wollt, dann bleibt schön zusammen. Gleich werde ich auch dich verwandeln und dann siehst du genauso aus wie ich. Aber zuerst hätte ich gerne deine Ohrringe als Trophäe. Lass sie in Ruhe, Reflektor! Schnappt sie euch! Das machen wir. Los, hinterher! Mit mir kannst du es nicht aufnehmen, Ladybug! Und glaub mir, ich werde gewinnen, du wirst sehen! Ladybug, du hilfst uns doch, oder? Wir wollen so aussehen wie vorher. Ich bring das in Ordnung, versprochen. Hoffentlich, denn mit den Schuhen bin ich keine große Hilfe. Cat Noir? Entschuldigt uns. Einen Moment, ja? Cat Noir, bist du das wirklich? Aber natürlich. Oder zweifelst du etwa daran? Hab ich meine Katzenhaftigkeit verloren? Was soll ich da sagen? Wie wär's mit? Danke dafür, dass du mich gerettet hast. Entschuldige, Cat Noir, aber du siehst wirklich nicht aus wie du. Trotzdem danke. Tja, gern geschehen. Aber das Wichtigste ist wohl, dass wir Reflektors Akuma finden. Wir? Denk dran, du hast keine Superkräfte mehr. Willst du mit den Schuhen nach ihr werfen?
Vergiss bitte nicht, wer dir gerade geholfen hat. Ich muss Reflektor suchen. Ohne dich bin ich schneller. Möglicherweise. Aber manchmal habe ich sehr gute Ideen. Okay, ja, Entschuldigung. Und? Sich mit Reflektor direkt anzulegen ist falsch, es sei denn, du willst deinen Look auch ändern. Du hast recht. Ich denke, da habe ich eine Idee. Wohin gehen wir? Na! Zum Fernsehsender. Und pass auf deine Fingernägel auf. Das war echt ein schlechter Witz. Du hast nicht nur dein Aussehen, sondern auch deinen Sinn für Humor verloren, Cat Noir. Ja, so machen wir. Bewohner von Paris, Reflektor ist nicht unbesiegbar. Ihr könnt mir helfen, und zwar indem ihr euch verkleidet. Nur so kann ich die richtige Reflektor erkennen und dann auch besiegen. Alle sollen so aussehen wie ich. Sogar Sie, Monsieur Le Maire. Denkt dran, verkleidet euch. Niemand hat eine Chance gegen Ladybug. Da wäre ich mir nicht so sicher. Immerhin hat sie gerade ihren Plan verraten. Ladybug wird uns alle retten. Nein, glauben Sie mir. Ladybug rettet niemanden. Diesmal darf dir Ladybug nicht entkommen, sonst muss ich dir deine Kräfte entziehen. Ich verlasse mich auf euch. Und cut. Gut gemacht. Entschuldige, aber ist dein Plan nicht ganz schön kompliziert? Das ist ein Ablenkungsmanöver. Der richtige Plan ist, dass Reflektor das sieht und dann umgehend hier auftaucht und wir sie uns schnappen. Weil sie uns direkt in die Arme läuft. Du meinst in deine langen Krallen. Immer noch nicht lustig. Der Akuma ist in ihrem Handschmuck. Schachmatt, Reflektor. Das ist nicht Reflektor. Tut mir leid. Sie hat versprochen, dass sie mich zurückverwandelt, wenn ich euch hinters Licht führe. Bürgermeister Bourgeois? Da, Achtung. Mir passiert nichts. Ich wurde ja schon verwandelt. Danke, Cat Noir. Zeit für deinen Glücksbringer, oder? Mhm. Glücksbringer! Eine Kamera? Na schön. Cat Noir, mach das Licht aus! Los, schnell! Hier drüben, Reflektor! Deine dunklen Zeiten sind vorbei, kleiner Akuma. Gleich musst du nicht mehr böse sein! Tschüss, kleiner Schmetterling. Miraculous Ladybug! Du warst echt super, Cat Noir. Und sogar mit diesen Schuhen. Man sollte solche Dinger echt verbieten. Wo bin ich? Gut gemacht! Könnten Sie sie bitte zurück zur Schule bringen, Monsieur Le Maire? Ja, natürlich, Ladybug. Vielen Dank. Wir sehen uns, Cat Noir, und danke nochmal. Diesmal bist du noch davongekommen, Ladybug. Aber es ist nicht immer alles so, wie es scheint. Pass auf, Ladybug. Ich werde dich vernichten, wenn du es am wenigsten erwartest. Du hattest recht, Tiki. Die zu stehlen war nicht sehr klug. Heißt das, dass du das Foto nicht löscht? Nein, ich habe eine andere Idee und ich glaube, sie wird dir gefallen. Ich bin gespannt. Hier, das kannst du wiederhaben.
Achtung! Hallo, die ist runtergefallen. Hm? Ah, danke. Ich weiß, Sie sind sehr beschäftigt, aber eine Klassenkameradin ist nicht mit auf dem Foto. Könnten Sie vielleicht noch eins machen? Nun, es dauert eh schon alles so lange wegen der Verzögerungen heute. Und, Monsieur Damokles ist schon unruhig. Das verstehe ich natürlich, aber wir könnten es doch machen, wenn Sie hier fertig sind. Vielleicht nebenan im Park. Na ja, Wir hätten so gern ein Klassenfoto von dem besten Fotografen. Bitte, bitte. Gut, wenn es so wichtig ist. Na schön. Okay, also ich bin soweit. Fertig? War eine gute Idee von dir, Marinette. Oh, danke, Adria. Als ob ich überhaupt auf diesem blöden Foto drauf sein wollte. Lächerlich, absolut lächerlich. Der Klassenfotofluch ist gebrochen. Vielen Dank, Marinette. Das ist doch alles doof. Ich habe nichts zum Anziehen. Das hier ist viel zu pink. Die da sind total out. Bei denen sieht jeder, dass sie nicht teuer waren. Oh, und die sind wirklich nicht schick. Ach, ist das alles furchtbar. Ist da jemand? Irgendjemand? Sieh dir Chloe an. Die ist ja wirklich ganz schön fertig. Vielleicht vermisst sie Sabrina. Sabrina ist gestern schon nicht in der Schule gewesen. Oh! Was ist denn, Chloe? Mich hat einer an den Haaren gezogen. Ich war es nicht, Madame Mendeleff. Nein, sie war es nicht. Es war ein unsichtbares, mystisches Wesen. Sowas wie ein Kobold oder ein Einhorn. Aber ohne Horn. Ruhe bitte, konzentriert euch auf die Arbeit. Oh, es fängt schon wieder an. Chloe, setz dich. Ich kann nicht, ich kann nicht. Meine Tasche verprügelt mich. Chloe, im Klassenzimmer wird nicht gerannt. Geh wieder auf deinen Platz. Jetzt reiß dich bitte zusammen. Tiki, wir müssen hier raus. Darf ich kurz auf die Toilette gehen? Danke. Ich muss auch mal. Jemand hat's wohl auf Chloe abgesehen. Die Frage ist wohl eher, wer nichts gegen sie hat. Hier geht irgendwas Seltsames vor sich. Zeit, sich zu verwandeln. Tiki, verwandle mich. Ja! Fleck, verwandle mich! Wer den Ruf meiner Tochter schädigt, schädigt sozusagen den Ruf des Bürgermeisters von Paris. Und der Bürgermeister bin ich. Ein Angriff auf Chloé ist ein Angriff auf Paris. Wir finden den Schuldigen, Monsieur Le Maire, das verspreche ich Ihnen. Chloé, mein Schatz, hier sind ein paar besondere Gäste für dich. Ladybug, ich wusste, du kommst, um mich zu retten. Immerhin sind wir enge Freundinnen. Ich musste einen Notruf an alle großen Designer schicken. Ich meine, es kann doch nicht angehen, dass meine Tochter in Kaufhauskleidung herumlaufen muss. Das wäre erniedrigend. Hast du dich in letzter Zeit mit jemandem gestritten? Also ehrlich, keiner streitet sich mit mir. Alle lieben mich abgöttisch. Wirklich?
Und was ist mit deiner besten Freundin? Sabrina? Oh, unmöglich. Sie bewundert mich. Ich bin ihr Idol. Oh. Sorgen Sie dafür, dass Fenster und Türen geschlossen sind. Der Feind ist unsichtbar, aber er kann nicht durch Wände gehen. Ich bin sicher, du sorgst dafür, dass mein Leben wieder perfekt wird wie vorher. Ist was? Du wirkst so... Sie verheimlicht irgendwas. Alles, was sie uns erzählen, bleibt unter uns. Mademoiselle hatte Streit mit jemandem. Mademoiselle Chloé und ihre Freundin Sabrina verkleiden sich gern als Ladybug und Cat Noir. An diesem Tag hatte ich die Rolle des Big Mustachio übernommen. Big Mustachio? Das war Mademoiselles Idee. Big Mustachio will, dass alle Leute in Paris große Schnurrbärte tragen. Wow, das nenne ich eine haarige Situation. Oh, bitte weiter. Vielen Dank, dass Sie uns ein Exklusivinterview zu Ihrem neuen Album geben, Monsieur Stone. Können Sie uns erzählen, wie... Jagged Stone! Ladybug, was machst du denn hier? Als ich gehört habe, dass Sie hier sind, dachte ich, dass Sie mich gern sehen würden. Ich wollte wenigstens Hallo sagen. Nun, das war eine gute Idee. Hey, was ist denn mit deinen Haaren geschehen? Die alte Haarfarbe war etwas langweilig. Die Farbe ist doch viel besser. Oder etwa nicht? Ich habe ein paar Minuten Zeit und ich bin sicher, Sie hätten gern ein Interview mit mir. Hey, warte, ich dachte, du wolltest mir nur Hallo sagen. Und das habe ich ja. Also, wo waren wir noch? Sie hat so getan, als wäre sie ich? Wie oft ist das vorgekommen? Sie sind einfach ihr Idol. Chloé, ich habe Big Mustachio gefunden. Chloé, aber... Du bist nicht Ladybug. Du tust nur so. Nein, das stimmt nicht. Ich bin Ladybug, seht ihr's? Aber Chloé, woher hätte ich das denn wissen sollen? Genau das ist das Problem. Du weißt ja nie irgendetwas. Sogar dieses Krokodil hat mehr Verstand als du. Verschwinde, ich will dich nie wiedersehen. Mademoiselle streitet sich mit ihrer Freundin Sabrina öfter mal. Ich würde sogar sagen, sie streiten sich täglich. Aber dieses Mal war es anders. Sabrina ist am nächsten Tag wiedergekommen. Sabrina wer? Ich kenne keine Sabrina. Aber natürlich doch, Chloé. Ich bin's. Deine beste Freundin. Sie sollten mit ihr reden, Mademoiselle, wenn sie schon mal hier ist. Oh, ich sehe aber niemanden. Sie muss unsichtbar sein. Und was mich betrifft, existiert sie nicht mehr. Diese unsichtbare Person ist eindeutig Sabrina. Und sie wurde akkumatisiert von Hawkmoth. Unmöglich! Sie würde sich doch niemals trauen, sich mit mir anzulegen. Oh, ihr täuscht euch. Sie haben uns sehr geholfen. Danke. Jemanden zu finden, den man nicht sieht, ist nicht einfach. Dann ist es bestimmt besser, wir warten, bis sie uns findet. Und wir sind im Vorteil. Sie weiß nicht, dass wir hinter ihr her sind. Aber jetzt weiß ich es, Ladybug. Vergiss ja nicht unsere Abmachung, Vanisher. Cat Noir und Ladybug sind dir ausgeliefert. Hol dir endlich ihre Miraculous und dann bring sie mir. Sie werden mich nicht bemerken, Hawkmoth. Die Blume, sie... Pass auf, Ladybug! Wenn du das wirklich sein solltest, Sabrina, dann will ich diejenige sein, die dich fertig macht. Mein Ladybug-Kostüm hast du jedenfalls nicht bekommen. Jetzt wirst du mich kennenlernen. Wie praktisch. Suchst du mich, Sabrina? Ich bin hier. Komm, zeig dich. Oh nein, was soll das? Verschwinde lieber. Wenn du mit dem Quatsch aufhörst, überlege ich es mir vielleicht und du bist wieder meine beste Freundin. Du hast keine Freunde mehr, Chloé. Und du wirst auch nie wieder irgendwelche Freunde haben. Dafür werde ich schon sorgen. Du kannst mir keine Angst machen. Alle lieben mich.
Das ist kein Spiel, Chloe. Es ist vorbei, Ladybug. Nein, noch nicht, Vanisher. Nur weil du mich jetzt sehen kannst, heißt das nicht, dass du mich besiegt hast, Ladybug. Sieh an, wer dir zu Hilfe kommt. Wehe, du rührst dich von der Stelle. Hey, es geht immerhin um mich, oder? Wenn wir ihre Tasche haben, haben wir auch den Akuma. Warte, Ladybug. Ich glaube, der Akuma ist nicht in der Tasche. Gut, du willst also mit mir kämpfen, Chloe. Regelst du das, Ketnor? Mit Vergnügen, Milady. Warte, der Akuma ist sicher in der Brosche, die sie von mir hat. Sie trägt sie in ihrem Polunder. An einem hässlichen, unvorteilhaften Polunder. Die Brosche habe ich ihr geschenkt. Hör gut zu, Chloe, ich sag das nur einmal. Du kannst nicht hierbleiben. Du bringst nicht nur dich, sondern auch uns in Gefahr. Verstanden? Wieso hörst du nicht auf mich? Ich sag dir doch, der Akuma ist in der Brosche. Puh, schon besser. Deine dunklen Zeiten sind vorbei, Akuma. Ich wusste es. Also, wer hatte jetzt recht, ha? Deine dunklen Zeiten sind vorbei, kleiner Akuma. Gleich musst du nicht mehr böse sein! Hab dich! Tschüss, kleiner Schmetterling. Miraculous Ladybug! Unfassbar! Ich war so nah dran! Was ist passiert? Was mache ich denn hier? Oh nein, die Brosche, die mir Chloe geschenkt hat. Wieso hast du nicht auf Chloe gehört? Sie wollte doch nur helfen. Erstens, sie hat uns in große Gefahr gebracht. Und zweitens, sie hat uns davor angelogen. Und ich höre nicht auf Lügner. Du nennst mich eine Lügnerin? Wie kannst du nur? Ich war dein größter Fan, aber das ist vorbei. Du verdienst meine Bewunderung nicht. Wir stehen hier vor dem Hotel, in dem Vanisher von Ladybug und Ketnor besiegt wurde. Da sind sie schon. Ladybug. Ich bin mit dir fertig, Ladybug. Eine Verehrerin, die sich von Ladybug betrogen fühlt. Genau das brauche ich jetzt nach der Geschichte mit Vanisher. Das ist perfekt. Flieg los, mein kleiner Akuma, und verwandle sie! Antibug, ich bin Hawkmoth. Ladybug hat dich enttäuscht. Ich will sie ebenfalls besiegen. Also, wie wär's, wenn wir sie gemeinsam bekämpfen? Du kannst dich auf mich verlassen, Hawkmoth. In Zukunft wird es nur eine Heldin geben in Paris. Mich, Antibug. Cat Noir und ich sind ein außerordentlich gutes Team. Deine Zeit ist abgelaufen, Ladybug. Vielleicht können Sie es ja kurz berichten. Entschuldigen Sie mich, ich muss los. Machen Sie es gut. Vielen Dank, Ladybug. Wenn ich nicht gewesen wäre, hättest du den Vanisher niemals gekriegt. Und jetzt werde ich dich besiegen. Chloe? Falsch, vollkommen falsch. Ich bin Antibug. Wir haben ein Problem. Ich verwandle mich gleich zurück. Keine Sorge, ich kümmere mich um sie. Seht sie euch an. Sie ist nicht so eine Cat Noir. Wir werden uns sehr bald wiedersehen, glaub mir. Tja, jetzt sind wir beide wohl allein, Antibug. Ha, denkst du, ich habe Angst vor einem kleinen Kampf? Oh nein, ich habe kein Essen für dich dabei, Tiki. Ich bin sicher, du wirst irgendwas finden. Ja, ich versuch's. Ladybug ist verschwunden. Wird Cat Noir allein mit der Situation fertig werden? Das ist alles meine Schuld. Du musst nicht immer recht haben. Ab und zu ist es auch gut, wenn man auf andere hört. Du hast recht, Tiki. Aber jetzt müssen wir erstmal Cat Noir helfen. Wir suchen im Hotel was zu essen für dich. Mhm. Mhm. Oh.
Beeil dich, Tiki. Ich esse so schnell ich kann. Hast du nicht die Nase voll davon, dass Ladybug immer allen Ruhm einheimst? Und hast du nicht die Nase voll davon, sie zu imitieren? Mach weiter so, Anti-Bug. Cat Noir ist als Lockvogel perfekt. Verbünde dich mit mir, Cat Noir. Niemals, das kannst du wirklich vergessen. Ladybug und ich sind ein Team. Und hoffentlich taucht sie schnell wieder auf. Ich weiß, dass du mich hören kannst, Ladybug. Wo du auch steckst, du musst dich entscheiden. Wenn du willst, dass Cat Noir am Leben bleibt, musst du mir dein Miraculous geben. Und wenn du dich weigerst, dann sieh dir Cat Noir nochmal in Ruhe an. Denn dann wird es das letzte Mal sein, dass du ihn siehst. Ich zähle jetzt bis 10. 1. Kannst du nicht bis 20 zählen? 2. Ich bin noch nicht fertig. Geh Cat Noir retten, Marinette. Aber ich kann mich nicht verwandeln. Du bist Ladybug, auch wenn du dich nicht verwandelst. Ich denke, ich weiß, wie ich es schaffen kann. 3. Befolge lieber meinen Rat. Du willst doch nicht zweimal den gleichen Fehler machen. Ich habe eine Idee. 4. Cat Noir und ich sind ein außerordentlich gutes Team. Ladybug. Cat Noir und ich sind ein außerordentlich gutes Team. Du hältst dich wohl für super klug, ha? Huh? Los, zeig dich, Käfergesicht! Bereit für die zweite Runde? Es hat funktioniert! Ich bin fertig, Marinette! Gut. Tiki, verwandle mich! Böses Kätzchen, ich will dich wieder an die Leine nehmen. Entschuldige, aber ich höre nur auf das, was die echte Ladybug sagt. Nettes Jojo, aber meins ist besser. Wieso denn so spät? Ich denke, der Akuma ist im Jojo. Und ich denke in den Ohrringen. Wieso? Die hat sie schon getragen, als sie akkumatisiert wurde. Das Jojo hingegen wurde zerstört. Ah, sehr gut beobachtet für eine Katze. Oh. Danke. Glücksbringer! Anti-Glücksbringer! Ein Sack voller Murmeln? Was soll ich damit nur machen? Was? Glaubst du, du kannst mich mit Murmeln besiegen? Kinderkram! Siehst du, das ist dein Problem. Du urteilst immer zu schnell. Du bist dran! Alles klar! Das nehme ich schon mal. Siehst du? Du kriegst ohne Cat Noir nichts hin. Cat Noir und ich sind ein Team. Legst du dich mit mir an, legst du dich auch mit Cat Noir an. Es ist nicht mein Problem, dass du keine Freunde hast. Hol ihre Miraculous, bevor die Chance verstreicht! Kataklysmus! Deine dunklen Zeiten sind vorbei, kleiner Akuma. Gleich musst du nicht mehr böse sein! Hab dich! Tschüss, kleiner Schmetterling. Miraculous Ladybug!
mache ich denn hier? Gut gemacht. Ladybug? Chloe, ich muss mich für vorhin entschuldigen. Wenn ich auf dich gehört hätte, hätte ich Vanisher früher besiegt. Oh, wenn das so ist, überlege ich's mir vielleicht nochmal. Was überlegst du dir? Könnte sein, dass ich dein größter Fan bleibe. Was sagst du dazu? Oh, ja, danke. Das ist wirklich nett. Und vielleicht würdest du jetzt einen Rat von mir annehmen. Du solltest dich wieder mit deiner Freundin Sabrina versöhnen. Naja, wenn du das sagst, Ladybug. Danke für deinen Rat, Ketnor. Gern, wir sind doch ein Team, oder? Ein unbesiegbares. Bis bald! Hey, da ist Antibug. Und Vanisher. Jetzt fehlen nur noch Ladybug und Cat Noir. Was ist? Was stehst du da? Setz dich hin. Hast du das gesehen? Chloe hat nett gelächelt, jedenfalls fast. Ich glaube, sie freut sich darüber, dass Sabrina wieder da ist. Auch wenn ich es nicht nachvollziehen kann, Sabrina freut sich auch. Steck sie an deinen Polunder, dann ist er nicht so hässlich. Oh, danke, Chloe. Ja, spar dir die Dankbarkeit für nachher auf. Die Stunde fängt an. Sie werden wohl immer beste Freundinnen sein. Auf ihre Art. Unsere Art gefällt mir wesentlich besser.